Du hast auch das Beispiel der Witwe aus Sarepta und weißt, womit sie den Propheten bewirtete. Auch wenn du nur Brot, Salz und Wasser zur Verfügung hast, kannst du damit den Lohn der Gastfreundschaft erwerben. Und wenn du auch das nicht besitzt, sondern den Gast nur mit gutem Vorsatz aufnimmst und ihm ein nützliches Wort sagst, kannst du dir genauso den Lohn der Gastfreundschaft verschaffen. So greift das Wort unserer Lesung, mit dem wir den Elia-Zyklus in diesem Jahr wieder lesen, aus dem ersten Königsbuch, so greift es der große Gelehrte unter den Mönchsvätern der Wüste, Evagrius Ponticus, auf, indem er in allem zur Einfachheit mahnt. Immer ist es der Ruf, selbst wenn die Einflüsterung kommt, es kommt ein Gast, also muss man was ganz Besonderes machen. Das ist schon der Weg, schon ein Nebengleis, der ablenken kann, das ablenken kann, das in die Irre führt. Die Einfachheit, für die Evagrius hier plädiert, ist etwas sehr Wichtiges. Der Prophet Elia erfährt sie bei einer Heidin. Und diese Einfachheit ist eine Verbindung zwischen dem, was wir, wenn wir eine relativ moderne Textanalyse vornehmen, und dem, was Evagrius schon aus diesem Stück der Heiligen Schrift herausliest. Da gibt es eine große Parallele. Denn dieser einfachen Frau, dieser Heidin, die sehr wohl von Gott Israel weiß und ihm gehorsam ist und entsprechend den Propheten behandelt, steht eine andere Heidin gegenüber, von der wir noch hören werden. Die sorgt selber dafür, dass man von ihr hört. Königin Isabel ist auch eine Phönizierin, ein durchtriebenes Weib, wie es im Buch steht. Und wir werden noch sehen, wie die eine, diese einfache Frau, deren Namen wir nicht kennen, für den Propheten sorgt im Auftrag Gottes in aller Einfachheit. Und wie Isabel, diese mächtige Königin, mit allen Tricks und allen Schikanen, allem, was sie so an Waffen zur Verfügung hat, auch die Waffen einer Frau, dem Propheten nachstellt. Es ist keine Frage, wenn wir uns dieses Schriftwort zu eigen machen, auf welcher Seite wir sein sollen. Und Evagrius weiß es, empfiehlt es nicht nur den Mönchen, sondern auch uns. Es ist immer die Seite der Einfachheit. Die Einfachheit, die den Willen Gottes tut, damit unser Licht vor den Menschen leuchtet.